Hallo zusammen. Vor Jahren hatte ich mich ja schon mal über die Energiewende geäußert. Leider hat sich nichts zum Besseren gewendet. Und jetzt, ja, haben Sie auch mitgekriegt, wir haben eine neue Bundesregierung. Da lohnt sich, einen Blick drauf zu werfen, wie es jetzt mit der Energiewende weitergehen könnte. Die Angela hat ihre Mannschaft ja stark mit Nachwuchstalenten verjüngt. Das ist gut, der Trainer kann bleiben, aber muss sehen, dass neue Spielideen in die Mannschaft einfließen. Und durch wen wurde die Mannschaft jetzt verjüngt? Da ist ein ganz frisches Nachwuchstalent aus Bayern in den Kader berufen worden. Horst Seehofer, mit knapp 70, ein echter Jungsporn. Mal ehrlich, so geht das nicht. Über Demenz macht man sich nicht lustig. Das gehört sich nicht. Aber der Horst glaubt, er müsse jetzt von zu Hause ausziehen und er käme jetzt ins Heimatmuseum. Und mit seiner angeborenen Überheblichkeit glaubt er, dieses Heimatmuseum sogar leiten zu dürfen. Ich nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das Heimatmuseum. Dann haben wir da den Peter Altmaier, schon wieder. Alle, die sich für die Energiewende interessieren, kennen ihn noch und haben keine gute Erinnerung an seine Zeit als Umweltminister. Dann haben wir die Svenja Schulze. Sie gilt ja als durchsetzungsstark, sagt man. Das, was aber die Umwelt am meisten beeinflusst, die Energiewirtschaft, das ist beim Altmaier. Das ist wie wenn ich den Cristiano Ronaldo jetzt in meiner Mannschaft hätte und setze ihn aber als Platzwart zur Rasenpflege ein und nicht im Sturm. Gut, sie kann dem Altmaier schon ans Bein pinkle. So wie der Zeugwart die Schnürsenkel des Stürmerstars verknoten kann. Sind wir mal gespannt, was das gibt. Und jetzt schauen wir uns mal die Regierungspläne an. Die Klimaschutzziele für 2020 geht nicht. Aufgegeben. Man will sich auf 2030 fokussieren. Das ist lächerlich. Deren Legislaturperiode dauert nur bis 2022. Und die wollen sich auf 2030 konzentrieren. Das ist wie wenn ich sagen würde, nach Russland zur WM, da fahre ich erst gar nicht hin. Das schaffe mir nicht. Ich fahre mit den Jungs und die Spielerfrau kommt auch noch mit. Lieber ins Heimatmuseum vom Horst. Auch 2022 nach Katar, da gehen wir nicht hin. Aber dann an der übernächste WM 2030, ja, da strebe mir dann wieder an, um einen Titel mitzuspielen. Und mit welcher Strategie? Ja, da habe ich keine Ahnung. Ja. Aber da setze mir eine Expertenkommission ein. Der Lothar hat schon zugesagt. Leute, das ist ein Armutszeugnis. Da echauffiert ihr euch ständig über die hohen Fußballergehälter, die zum Beispiel ein Ronaldo bekommt. Aber jetzt vergleiche sie mal einen Ronaldo mit der Bundesregierung. Der Ronaldo, der arbeitet hart. Wenn die in Berlin sich schon die Bäuche an den Buffets vollschlage, steht der noch auf dem Trainingsplatz und übt Freistöße. Der Ronaldo liefert Woche für Woche auf den Platz ab. Woche für Woche schießt der seine Tore. National in der Liga, im Pokal, international in der Champions League und in der Nationalmannschaft. Da hörst du nicht, bis 2020, da geht erstmal nichts mehr. Wenn ich sagen würde, wir fahren nicht nach Russland und auch 2022 nicht nach Katar, ja, der DFB, der würde nicht sagen, Jogi, jetzt kürzen wir dein Gehalt aber aufs Niveau der Kanzlerin. Oder auf das von einem Heimatmuseumsdirektor? Nee, der DFB, der würde mich ohne jegliches Überbrückungsgeld in Hohenburg rauswerfen. Übrigens, haben Sie es auch gesehen? Dieses Breitmaulnashorn, der Sudan, diese Rasse, die soll aussterben. Wie die Dinos? Das erinnert mich doch gerade an die NRW-Landesregierung. Haben Sie das neulich mitgekriegt? Eine fantastische Idee, belgische Kernkraftwerke durch die NRW-Braunkohle zu ersetzen wolle. Und dann sind die vollkommen überrascht, dass die Belgier das nicht gut finden. Ich habe den Brasilianern angeboten, jetzt für die WM für den angeschlagenen Neymar auf unseren Franz Beckenbauer zurückgreifen zu können. Die wollte das Angebot nicht annehmen. Vollkommen unverständlich. Der weltbeste Libero. Liberos findest du heute gar nicht mehr auf den Fußballplätzen. Und die wollen den nicht haben. Dabei hätte der Franz das, wie alles, was der Franz so macht, komplett ehrenamtlich gemacht. Was krault der Pfleger da eigentlich?
Lukas, kannst du das mal erklären? Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. Auf jeden Fall wollen jetzt Reproduktionsmediziner dieses nördliche Breitmaulnashorn noch retten. Also ich bin da optimistisch. Die habe ja jahrzehntelang an den Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen geprobt. Erfolgreich. Das Einzigste, was du da seit Jahrzehnten hörst, ist Kohle, Kohle, Kohle. Was wir jetzt wirklich mal brauchen in der Energiepolitik, ja, wie kann ich das sagen? Olli, du kannst das viel besser. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Der Olli ist ein gebildeter Mann, der meint es metaphorisch. Also das ist sprachlicher Ausdruck gemeint. Das kommt aus dem Griechischen, bei dem ein Wort aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang mit einem anderen übertragen wird, ohne dass ein direkter Vergleich die Beziehung zwischen dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten verdeutlicht. Und insofern trifft das auch auf die weiblichen Mitglieder der Regierung zu. Also Angela, Svenja, ihr dürft da mitmachen im Wettbewerb um die dicksten. Frohe Ostern, euer Yogi.